Willkommen bei Obermatt Aktien investieren. Es war wieder eine katastrophale Woche an den Aktienmärkten. Sie haben es sicher gehört, es war nicht überschaubar. Ehrlich gesagt war die ganze Zeit, seitdem wir dieses Portfolio geführt haben, hatten eine schlechte Zeit. Schauen wir doch an, was ist mit dem Aktienmarkt in Europa passiert. Wir haben hier den STOXX Europa 600, also die 600 größten europäischen Aktien. Und als wir begonnen haben, vor etwa einem halben Jahr, war er etwa im Bereich 400, man sieht es hier, 400 Punkte. Heute ist er unter 350 Punkte. Er ist also deutlich mehr als 10% gefallen. Vermutlich sogar über 15%, seitdem wir begonnen haben. Nun, das ist echt schlimm und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, wir müssen sofort aus Aktien aussteigen, denn so kann man ja nur Geld verlieren. Und die zweite Möglichkeit ist zu sagen, hey, jetzt sind die Aktien günstiger. Es ist eine super gute Zeit zum Kaufen. Schauen wir mal, was die Experten sagen. Ich habe das gegoogelt, man sieht es hier. Roger Butler, now's the time to step up and buy stocks. Vor 3 Tagen bei MarketWatch. Da denkt man, wenn Roger Butler sagt, es ist eine gute Zeit zu kaufen, dann nichts wie ihn, einkaufen. Aber ich habe noch etwas mehr gemacht. Ich habe nicht nur gegoogelt nach Good Time to Buy Stocks, ich habe auch gegoogelt nach Market is down in 2016. Und tatsächlich am gleichen Ort, MarketWatch, wo vorher Warren Buffett gesagt hat, es ist eine gute Zeit, Aktien zu kaufen, sagt auch MarketWatch, es ist nur gerade der Countdown. Er hat begonnen, wir werden einen nächsten riesigen Crash sehen. Wir haben 800.000 Hits bei Google. Wenn ich das vergleiche mit Good Time to Buy Stocks, nur 193 Hits, dann muss man doch sagen, es sieht sehr pessimistisch aus. Noch schlimmer sieht es aus, wenn Sie als Aktionär anschauen, wie es Ihrem Portfolio gegangen ist. Nämlich, das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe es angeschaut und mir überlegt, wo stehe ich denn heute? Und es ist tatsächlich so, ich weiß, ich habe 100.000 Franken in dieses Portfolio investiert und ich bin jetzt bei 94.000. Also ich habe auch Geld verloren, das schmerzt. Ist natürlich einfach so, glücklicherweise nicht so viel wie der Aktienmarkt selber. Ich habe also nur etwas im Bereich von 6.000 Franken verloren auf 100.000, das sind etwa 6%. Ich habe also halb so viel verloren als der Markt. Ist das, weil wir besonders gut sind im Aktieninvestieren? Ich glaube, das ist kein Beweis, obwohl ich denke, wir machen es sehr gut, weil es ist eine viel zu kurze Zeitdauer. Was viel wichtiger war, dass wir einen kleineren Verlust haben als der Aktienmarkt insgesamt, dass wir uns an das Wichtigste, an die wichtigste Regel gehalten haben, die beim Aktieninvestieren gilt. Und die heißt, langsam rein, langsam raus, so sieht sicheres Investieren aus. Wir sind langsam reingegangen, wir haben jede Woche 5.000 Franken investiert und das hat dazu geführt, dass wir ein paar Aktien auch schon günstiger erworben haben. Nun, wenn ich mein Portfolio anschaue und genau prüfe, was da passiert ist, dann stellt sich heraus, ich muss nach die direkten Investitionen zu gehen, dann stellt sich heraus, dass es gewisse Aktien gibt, wie Sandvik, wo wir sehr viel Geld verloren haben, sogar 35%, also wir haben ein Drittel verloren, das muss man sich mal vorstellen mit dieser Aktie. Wir haben 20% verloren mit einem Luxusgüterunternehmen und wir haben sogar mit einem Unternehmen, das wir es gerade kürzlich gekauft haben, Atlas Copco, 15% bereits verloren. Mit anderen Unternehmen haben wir gewonnen, wer hätte das gedacht, natürlich in der Rüstungsindustrie und auch im Bereich Konsumgüter, dort haben wir gewonnen. Auch Konsumgüter, wir haben dort gewonnen. Nun, warum ist das so? Das ist so, weil zyklische Unternehmen wie Industrieunternehmen in der Regel bei Crashes stärker nach unten gehen, sich dafür auch wieder stärker erholen. Ist das logisch? Das ist überhaupt nicht logisch. Das ist Marktpanik. Man muss damit leben, dass diese Titel im Portfolio einfach stärker fallen werden und man darf sich darüber freuen, wenn die Erholung kommt, dann werden die auch wieder stärker steigen. Können wir uns also jetzt fokussieren auf pharmazeutische Unternehmen, auf Retail-Unternehmen? Nein, denn wir wissen nicht, ob es eine gute Zeit sein wird in der Zukunft
oder eine noch schlechtere Zeit. Wir können das nicht machen. Das nennt sich Market Timing. Es ist auch keine gute Idee, anzuschauen, was man alles verloren hat und dann die Unternehmen zu verkaufen, die hier am meisten verloren haben, weil das sind genau die Unternehmen, die sich auch am besten erholen werden. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Was viel intelligenter ist, ist zu prüfen, wie das Portfolio denn mit Obermatt-Rängen aussieht. Und das habe ich hier gemacht. Ich bin auf mein Aktienalarm gegangen, der kürzliche Aktienalarm, und habe dort die ganze Datenbank als CSV-File heruntergeladen. Das kann man machen, indem man draufklickt. Man muss dann sagen, wo das gespeichert wird. Das ist bei mir auf dem Desktop. Es ist dann abgespeichert. Dann empfehle ich, in Google hineinzugehen. Google Sheets ist ein System, das gratis ist, und dieses File zu öffnen. Man kann sagen Upload, select the file from your computer, und hier ist es schon, und das File wird heraufgeladen und in Google Sheets hineinkopiert. Und da habe ich den Vorteil, dass ich nun alle Daten von Obermatt, alle Ränge auf einen Blick habe. Es dauert ein bisschen, bis das geladen ist, aber so sieht das nachher aus. Hier sind also nun alle Ränge von Obermatt für alle zurzeit rund 9000 Unternehmen, die wir abgedeckt haben. Nun gilt es darum, diese Unternehmen zu kopieren und in ein Modell hineinzukopieren, wo wir diese Daten auswerten. Das haben wir hier gemacht. Das ist das Modell, wo mein Aktienportfolio abgebildet ist. Auf der zweiten Seite, Sie sehen das hier unten bei den Rängen, habe ich alle Obermatt-Ränge hineinkopiert, und auf der ersten Seite, wo Portfolio steht, habe ich Formeln hineingeschrieben, die diese Daten holen. Was man nun machen kann, man kann die Obermatt-ID eingeben. Diese Obermatt-ID findet man hier neben dem Firmennamen bei den Daten, und dann wird alles automatisch hineingeladen. Was ich auch noch reingetan habe, ist der Wert dieser Aktien jetzt in meinem Portfolio, und ich sehe, dass mittlerweile kein Unternehmen mehr als 10% vom Portfolio ausmacht. Das ist alles grün. Ich sehe aber auch die Ränge, und was ich hier sehe, ist, mein Portfolio ist mit ein paar Ausnahmen alles grün. Oder eine Ausnahme ist Jeremy Martins, das Unternehmen, das ja viel an Wert gewonnen hat, ist jetzt nicht mehr ganz so ein guter Value, wie das am Anfang gewesen ist. Vielleicht sind auch neue Zahlen hinzugekommen. Das wäre nun ein Grund zu verkaufen. Man könnte sagen, man kann das verkaufen. Aber ich mache das nicht. Zurzeit möchte ich ja noch weitere Aktien kaufen. Ich finde es auch zu früh, das so schnell zu tun. Das Gute ist, wenn Sie dieses Bild anschauen, dann wissen Sie, Sie haben schon die richtigen Unternehmen im Portfolio. Sie müssen eigentlich diese Unternehmen nicht verkaufen. Sie müssten das nur, wenn Sie wüssten, dass die Märkte weiter fallen wird, aber diese Möglichkeit des Aktienmarktfalles ist ja schon heute im Preis drin. Von dem her, da wir nichts besser wissen als den Markt, können wir eigentlich getrost vorgehen und weiter investieren. Also schauen Sie nicht Ihr Portfolio an, schauen Sie nicht die Neuigkeiten an, denn die werden immer alle Meinungen vertreten. Schauen Sie an, welche Ränge in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Portfolio vorhanden sind, und entscheiden Sie nur dann aufgrund der Ränge in Ihrem Portfolio. Das wäre es für heute. Eine kleine Lektion, was zu machen ist, wenn es gerade kriselt. Vielen Dank und bis bald.